Frau Christ, herzliche Gratulation zu Ihrem Sieg. Was heisst das Resultat für Sie? Ja, das heisst, die grünliberalen Basel-Stadt haben einen Sitz im Nationalrat und das ist einfach toll. Und wir haben wirklich viel geschafft und so viele tolle Leute sind hinter dran gestanden und es ist einfach ein Sieg für die ganze Partei und alle Leute, die da hinter dran gestanden sind. Aber es ist auch ein Sieg für die Mitte. Wir haben ja eine Unterlistenverbindung mit der EVP und der BDP. Und ich sehe das klar auch als ein Sieg für die Mitte, für gute Lösungen, kompromissfähige Lösungen und nicht für die Pol. Was steht jetzt bei Ihrer neuen Aufgabe als erstes auf der Liste? Jetzt als erstes haben wir eine Party. Und zwar hoffentlich eine gute. Und wir haben den Champis kalt gestellt, weil wir haben doch gesagt, es gibt doch eine gewisse Chance, dass wir den dann wirklich auch aufmachen wollen. Ich glaube, das ist das Allererste. Und dann morgen werde ich auf jeden Fall als erstes Mal mit der Familie auch wieder irgendwie zusammenkommen und das mit der Familie auch besprechen und feiern. Und genau, das ist so das Nächste. Und am Dienstag zu oben haben wir eine Mitgliederversammlung. Und da werden wir dann besprechen, wie es weitergeht. Haben Sie da irgendwelche Pläne, so einen Hauptfokus schon? Also in Bern ist klar, da stärken wir natürlich grundsätzlich mal massiv die grünliberale Fraktion. Ich selber habe natürlich meine eigenen Themen, die ich portiere, also neben grünen Themen und Wirtschaftsthemen, die auch ich sehr stark unterstütze, sind meine persönlichen Themen sicher auch noch stark Bildung und Gleichstellung. Und jetzt heute vom Programm? Schon gesagt? Ja, ja. Also wir gehen nachher in einen Raum, den wir für uns reserviert haben. Und dort werden wir darauf anstoßen und wirklich feiern. Schön, danke, Frau Christ.